Schwerin ist nicht nur die Landeshauptstadt, sondern auch Austragungsort für das letzte Stadtturnier in Mecklenburg-Vorpommern. Hier können sich die letzten Teams für das anstehende Landesfinale qualifizieren. Auch in diesem Jahr stiftete die Oberbürgermeisterin den Pokal für die fairste Mannschaft des Turniers. Wie wichtig solche Projekte wie die Sparkassen Fairplay Soccer Tour für die Stadt Schwerin sind, erklärt Angelika Gramko im Interview. Also die Landeshauptstadt Schwerin ist eine Sportstadt. Über 100 Vereine mit gut 20.000 Schülerinnen und Schülern und Erwachsenen treiben regelmäßig Sport, aber ganz viele auch nicht. Und wir freuen uns natürlich, wenn Projekte in unsere Stadt kommen, die uns bei der Frage unterstützen, kann man nicht Integration über Sport noch verbessern. Deshalb freue ich mich sehr, dass das Projekt wieder in unserer Stadt ist, dass wir damit Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren, Gemeinschaft sind, Solidarität, gemeinsames Aufeinanderzugehen zu erlernen und dieses sozusagen mit Spaß zu verbinden. Deshalb hoffe ich sehr, dass das Projekt auch nächstes Jahr bei uns zu Gast sein wird. Inwiefern sehen Sie es denn als Oberbürgermeisterin, dass solche Projekte auch hilfreich sind im Bereich der Sozialarbeit für Kinder und Jugendliche in Ihrer Stadt? Ich denke, dass unsere Kinder und Jugendlichen die besten Sozialkompetenzen sich erarbeiten können über den Sport. Deshalb unterstützen wir im Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit und im Sport auch Übungsleiter, versuchen bei Klammkassen Geld zur Verfügung zu stellen, damit solche Projekte am Leben erhalten werden können. Und deshalb wünsche ich diesem Projekt viel Erfolg. Auch Thorsten Haferland, Geschäftsführer des Landessportbunds Mecklenburg-Vorpommern, war vor Ort und erzählte uns, wie der LSB die Sparkassen Fairplay Soccer Tour 2011 unterstützt. Ja, wir haben ja überlegt im letzten Jahr, wie können wir im Bereich des Trendsport und im Bereich Angebote über die Vereinsgrenzen hinaus neue Wege gehen. Und da kam eben die Initiative oder auch dieses Programm und Projekt, die Zockerliga, und haben gesagt, Fußball ist Trend und das wollen die Jugendlichen. Und da können wir sicherlich den einen oder anderen noch zusätzlich mit angreifen und haben das auch von unserer Seite her versucht, mehr noch zu pushen und zu unterstützen, als es vielleicht noch im Jahr davor war. Inwiefern spielt denn für Sie im Landessportbund in Ihrer Arbeit die Vermittlung von Fairplay-Regeln für Kinder und Jugendlichen eine große Rolle? Ja, grundsätzlich spielt der Sport mit der Vermittlung von Werten eine ganz große Rolle und Fairplay steht ganz oben an. Gerade in den Mannschaftssportarten ist es ganz wichtig und wir haben natürlich auch gemeinsam mit dem Innenministerium vielfältige Initiativen, die in diese Richtung gehen, und da kann man nur frühzeitig mit anfangen, gerade im Kinder- und Jugendbereich mit diesen Regeln zu arbeiten, dass die Kinder und Jugendlichen wissen, wo sind ihre Grenzen, wo sind die Grenzen im Sport, und Fairplay steht eben ganz oben an. Das soll eigentlich Sport eben auch bringen. Nach dieser sehr erfolgreichen Woche mit einer sehr, sehr guten Zusammenarbeit, müssen wir auch so sagen, zwischen Deutscher Soccerliga und Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern, wie können Sie sich eine längerfristige Zusammenarbeit vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Also der Kollege, der direkt ja hier vor Ort ist und mit das unterstützt, da haben wir natürlich auch kurzen Draht und er vermittelt uns auch, wie das so läuft, weil wir natürlich auch nicht überall dabei sein können als Leitung. Aber wir wollen auf jeden Fall weiter daran arbeiten. Wir werden auch unsere Strukturen, also sprich die Kreis- und Stadtsportbünde, versuchen noch mehr ins Boot zu bekommen, damit wir dann auch flächendeckende ihnen das Angebot machen können, gemeinsam ja, Turniere zu organisieren. Nun stehen sie fest, die letzten Mannschaften, welche sich für das Landesfinale Mecklenburg-Vorpommern qualifiziert haben. Und genau da geht es für uns als nächstes hin. Ein erneutes Wiedersehen in Rostock. Alle Informationen findest du auf www.fairplaysoccertour.de.